So, wie ich schon gesagt habe, möchte ich am Anfang nichts verraten über mein Fachgebiet. Deswegen erzähle ich euch eine Analogie, um das Problem näher zu bringen. Ihr kennt es, ihr geht in den Supermarkt, dort gibt es offene Kassen und geschlossene Kassen. Jetzt ist es so, ich rede einfach weiter, damit das Handy jetzt nicht stört. Wenn wenig Kunden im Geschäft sind, können die Kunden abgearbeitet werden, ohne dass sich Schlangen bilden. Kommen jetzt mehr und mehr Kunden ins Geschäft, bilden sich Schlangen. Und dann dauert es eine gewisse Weile, bis die Schlange eine gewisse Länge hat. Dann wird eine neue Kasse aufgemacht, die Leute müssen sich umsortieren und das Ganze dauert Zeit. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben keine Lust zu warten. Also ich persönlich, wenn ich mein Mango-Sorbet-Eis habe und an der Schlange stehe, wäre ich nervös, weil ich habe Angst, dass es geschmolzen, bis ich es essen kann. Also habe ich mir gedacht, was kann ich machen? Ich mache also Vorhersagen, wann die Schlange eine gewisse Länge erreichen wird und eröffne die Kasse, bevor die Schlange wirklich diese Länge erreicht hat. So, wie mache ich das? Ich habe gesagt, ich mache Vorhersagen. Ich bin kein Wahrsager, versteht mich nicht falsch, weil sonst würde ich Lotto spielen und würde nicht mehr promovieren. Sondern ich bediene mich einer fundamentalen Eigenschaft. Und zwar, wir Menschen sind von der Sonne getrieben. Das heißt, wir haben Tage, Jahre, Monate. Das heißt, es sind immer wieder keine Zyklen. Das heißt, eine Stunde wird immer 60 Minuten haben. Was ich jetzt mache, ich beobachte die Kunden, male es auf wie in der Schule, auf so ein XY-Diagramm und zerlege dann dieses Signal oder diese Beobachtung in all diese Zyklen, modelliere diese Zyklen einzeln, baue sie wieder zusammen und habe dadurch meine Vorhersage. So wie ihr denkt, ich bin kein Supermarktologe. Wer möchte denn raten? Einmal darf geraten werden. Auf Zuruf kommt, was studiere ich oder promoviere ich? Informatik. Informatik, richtig, genau. Von daher kann ich das auflösen. Wer Informatiker, also besonders ich, kümmere mich um die Cloud. Die Cloud ist jetzt nicht irgendwie so eine Nimbus-Wolke dort oben, sondern ein Zusammenschluss von Rechenressourcen, die ich einfach und flexibel sozusagen benutzen kann. Um jetzt wenn die Analogie aufzuklären, die Kassen sind Rechenressourcen, also Server zum Beispiel. Die Kunden sind verschiedene Sachen, wie zum Beispiel WhatsApp-Nachricht. Wenn ich mir einen Netflix-Film angucke, wenn ich eine Website aufrufe, das ist alles heutzutage in der Cloud. Und diese Wartezeit kennt ihr auch. Ihr habt zum Beispiel dieses Stalling, wenn ihr ein Video gucken wollt, es dauert. Ihr wollt eine Website aufrufen, dann kommt ein Timeout oder sonstiger Fehler. Und was ich letztlich in meiner Forschung mache, ich mache Vorhersagen, wann wie viel Last in die Cloud kommt, um rechtzeitig die Ressourcen anzupassen. Das hat zwei Vorteile. Der erste ist, wir können Netflix gucken, wann wir wollen, ohne zu warten. Und der zweite Vorteil ist, ich weiß immer genau so viele Ressourcen zu, wie wir brauchen. Und das heißt, das Datenzentrum verbraucht viel weniger Strom und emittiert dadurch viel weniger CO2. Das heißt, wir tun sogar was für die Umwelt. Ich wäre fertig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann noch weiterreden, aber ich spreng, glaube ich, mein Fenster. Und von daher danke schon mal, dass ihr zugehört habt.